So, jetzt haben wir wieder alles nachjustiert. Jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich die Aufstellung auch von den Teams jetzt so, wie ich es ungefähr haben will. Und die anderen sind so momentan sowieso ein Stück stärker und haben den Angriff. Also meiner Meinung nach müssten das jetzt hier eigentlich wieder ein richtig gutes Spiel werden, weil eben die eigentlich Potenzial da haben. Oberst ist ja nicht mehr da, dafür haben wir jetzt Hiro und Grandauer bekommen. Na, mal gucken, wie sich die Sache hier schlägt. Wird auf jeden Fall kein Kindergeburtstag. Also die haben deutlich bessere Chancen, jetzt hier den Angriff zu gewinnen, als wir hier die Verteidigung. Sonst noch da? Gerade keiner, das ist schlecht. Wo sind denn alle meine? Wo sind alle meine Running Backs? Höchstens. Jetzt ist auch egal. Bleibe ich hier und beziehe Stellung. Ist da. Vergiss es. Soll ich kontern probieren? Was ist da? Vergiss es. Nicht gegen die Horde. Tschüss. Den Wagen ruhig kaputt. Mich nicht gesehen, konnte nichts machen. Allerdings, wenn die jetzt nicht auf die A-Line durchgehen, haben die da ein echtes Problem und wir haben wieder das Showdown-Finale wieder. War da einer? Na, ah, Bossi hat wieder gewartet. Bossi ist immer der kleine Fuchs, der darauf wartet, dass irgendwas passiert. Lass die kommen. Dann halte ich hier die Stellung. Fahren denen nur noch bedingt entgegen, um hier die Stellung zu halten. Würde ich ja nicht hingehen. Leute, ihr fahrt da gerade gegen eine richtig gute Infanterie dagegen. Ich kann euch da ein bisschen Artillerie nach vorne schicken. Muss ich kurz warten, dass sich wieder mein Live auffüllt? Oder bestraft sich das gleich? Komm, mal gucken, wir mal, ob wir bestraft werden. Ein Sniper. Stellung hat sich erstmal festgefahren. Sieht bei 3 gegen 1. Er wusste auch, glaube ich, gerade nicht mehr wohin. Sie gehen jetzt wieder auf die A-Line jetzt priorisiert. So müssen wir ja auch durchrücken. 9 gegen 1. 10 gegen 1. Ja.
wieder nur schön, dass noch leichte Panzer da sind. So, wir müssen natürlich jetzt rausrücken. Allein, völlig leer. Vollkommen leer. F11 drücken. Warte ich es noch ab? Ja, muss ich. Die Zeit muss sein. Jetzt. Da sind ein paar A4 dran. Momentan sind wir wieder knapp besetzt hier. Kirche erst besetzen. Hens ist auch mit zurück. Andere kommt auch mit zurück. Ich bin auch gleich da. Erstmal die Türme besetzen. Klar, haben wir. C2, die müssen jetzt wieder rüber. Das ist dann immer wieder ein schöner Schlagabtausch, wenn die anderen dann merken, oh. Jetzt drüben auf dem anderen Turm, der jagt mich. Bossi. Nee, es ist Monte. Nein! Ah! Oh, ist das Luck! Oh, ist das... Er sieht mich, in dem Moment springe ich in ihn runter! Und dann kommt der Lukas, der kleine... Heilen, 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 heilen. Jetzt aber! Ich habe jetzt schon, die werden jetzt hier, dieses ist immer wieder dieses Umringen von allen Seiten, was du dann abkriegst. Wir haben bei A4 noch ein APC drin, dann probiere ich da mal ranzukommen. Das sieht gut aus. Oh, es ist manchmal wieder. Es ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich den gekillt kriege. Scheiße, 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 scheiße. Da kommt einer. Sag ich ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich würde reingehen in den Punkt. Was hier noch. Er steht daneben, Junge. Wir haben gewonnen. Ich habe Hiro Roland erschossen. Junge. Das ist Bossi. Arme legt sich dahin. In die Richtung will ich nicht. In die Richtung will ich auch nicht. Jetzt bin ich tot. Noch nicht. Gleich aber. Also stehen bleiben. Er schießt ihn! Er schießt ihn! Danke! Steht da in der Ecke und freut sich. Krieg einen zu viel.
Jetzt hatten sie wieder zu wenig Amis. Aber die sind wenigstens bis an O2 rangekommen. Da sitzt doch einer und Sniper. Ist wieder so klar. Irgendwo snipert immer einer. Er ist verflucht gut an seinem scheiß M1-Gewehr. Ich habe keine Zeit, um mich zu freuen. Und weißt du auch warum? Weil ich ständig unter Beschuss bin. Oh, wir haben gar keine keine Lücke mehr. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Schauen wir uns bei O2 noch mit rein. Ah ja, B, da kann ich nicht mehr viel machen. Angetäuscht. Okay, ich bin runtergefallen, aber wen interessiert's? Da waren sie wieder gierig. F11, ich brauche. Nee, kann ich nicht. Ich brauche gerade eben mal einen Punkt. Oh ja, komm her. Das ist immer sehr risky. Wo ist er hin? Ich bin jetzt nicht an ihm vorbeigesprungen. Alpha, das musst du dir angucken. Das ist so wieder so witzlos gelaufen, ohne Scheiß. Wenn das einer von außen wieder sieht, denkt er, jo, alles klar. Wie kann man so unlucky? Ich gehe nochmal kurz raus. Kommt der näher? Jinxi. Gut die Stellung halten. Weitermachen. So, ja, die haben noch genug Feuer, die Jungs. Ah! Ah! Na! Ah! Und der freut sich dann, er läuft da. Der Roland weiß angeschossen, halb tot. Kommt da dann noch rein in den Punkt, ne? Kriegt doch mal eine Heilung, wird wieder über den Haufen geschossen, rennt noch mal raus, rennt noch mal um die Runde und kriegt alle verhauen. Und der Letzte freut sich, dass er hier Roland erschossen bekommen hat. Ah, die Jungs hier haben genug Qualität. Ja, Shorty. Wieder mal der Lucky Headshot. Es ist sofort zu merken, dass ich heute schon um 11 Uhr angefangen habe zu spielen. Und das brauchen wir heute, sonst würden wir schon untergehen. Drängen wir uns gut zurück.
Ich nicht gedacht, dass uns jetzt hier noch ordentlich nochmal rüberkriegen. Ich habe immer Panik. Hast du denen jetzt zu wenig gegeben, zu viel? Jetzt haben wir einmal durch die Todeszone. Hier sehe ich hier drüben die Stellung. Ja, und dann würde ich. Es ist unmöglich, da getroffen zu werden, ne? Und dann Kopfschuss. Ja. Wir drücken uns gerade richtig. Komme ich hinterher? Das Guy spielt jetzt nicht mit. Das ist wieder. Du weißt, jetzt hast du den eingeplant. Jetzt sind wir dran. Ich liebe es, immer von irgendwo hinten abgesprungen und dann. Aber wir haben ja eine gute Verteidigungsposition. Alles verworfen, er hat sich so gut gedreht. Ah. Oh! Ein 30er Magazin und fast nicht geschafft. Taktisch super von denen. Jetzt haben sie uns die E-Line weggenommen. Kommen wir nochmal runter. 7-0, wieder unterkommen. Nein! Vom eigenen Mann gekillt. Und dann noch einen Kopfschuss gekriegt. Botti, schönes Ding. Ich komm jetzt knallhart über links. Darf ich hier rumkommen? Die wollen es jetzt natürlich, die sind gierig. Die ist hier noch zugestellt. Von allen Seiten. Ich weiß auch nicht, woher die kommen. Von hinten können sie nicht kommen. Das Timing ist einfach zu schlecht dafür. Ich finde wieder keinen Gegner. Sie sind alle auf einmal nicht mehr da. Jetzt sind wir bei außen angelaufen. Da kommt der Para. Ich weiß es. Jetzt hat Nim gewonnen. Ah, oh, und dann steht auch ein Zweiter. Das ist schlecht. Wir haben auch null Entlastung. Jetzt ist wieder die Frage. Beim letzten Mal bin ich rübergelaufen und dann haben wir keine. Nichts gehabt. Hinten. Ich weiß nicht, momentan war ich auch nicht drin im Punkt. Mal Seitendeckung, da wo der Panzer steht. Oder holt er mich mit der Gracecam mit dem Kopfschuss weg? Ich krieg einen zu viel. Ja, es gibt immer so Phasen, wo du dann echt denkst, jo. Läuft beim Gegner. Ja, weil der legt die Waffe an, bleibt stehen. Da hast du immer den Nachteil, dass der andere dich abknallt. Ja. Hauptsache gegen Yingxi gewonnen. Das ist mir wichtig. Der Rest war mir egal.
Er hätte jetzt wieder 10 Minuten sich dort gefreut. So viel Zeit habe ich nicht. Ja, richtig Druck, die Jungs. Nein, 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 nein. Ich stehe richtig beschissen, kann das sein? Die Zeit für die Offensive, sehr gut. Das ist ein richtig guter Befreiungsschlag. Ja. Ich stehe wieder mittig auf dem Feld. Ich denke, ja, einer von denen wird vielleicht kein Bot sein. Oh, den Spawn hast du da nie mit Absicht geholt. Und da wird gespawnt, Camp von Lukas. Es ist einfach wieder geil. Ist das jetzt zur Methode geworden? Wieder so ein Spawn-Camping? Erschossen irgendwo im Niemandsland, wo eigentlich keiner sein sollte, aber. Jetzt muss ich zurück. Und zwar ziemlich schnell. Nicht zu vergessen, nicht mehr lang. Kann ich alle haben. Daher die Tür muss immer abgedeckt sein und die ist nicht abgedeckt. Nicht alle durch eine Tür. Daher. Das meine ich immer damit, ne? Wenn du den einen kriegst, kriegst du den anderen nicht. Richtig harte Nummer wieder mal. Ich spitze auch schon so. Und wenn ich jetzt einmal reinkriege, wir brauchen jetzt nochmal einmal so ein richtiges, gutes Solo von mir. Dann haben wir gute Karten, dass wir das Spiel gewinnen. Und nur wenn ich jetzt hier nochmal nicht einfach ohne irgendwelche Vorkommnisse hier nach rechts hier. Also nach links vielmehr, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nach rechts. Schnell mal für die KD. Und ich häng fest. Super. Timing ganz toll. Da oben dann, das traut er sich nicht. Position wird durchgegeben. Ja, und du? Pause aus dem Club. Wieder noch eins. Geschossen wird, ist mir egal. Voll
alles durchlaufen. Ich komme noch mit an. Gegen 7, 6 gegen 4, 6 gegen 3. Beten, dass keiner von hinten kommt. Lange keiner mehr drin. Da rechnet bestimmt keiner mit. Was war das? Fullplay. 19 MG, das war garantiert. Monte oder ja, Dings auf jeden Fall nicht tot. Ich würde es gerne über rechts probieren, aber über rechts kommt es ja nicht an. Also über deren rechte Angriffsseite. So. Würde ich gerne mal drum rumkommen. Mehr APCs können hier doch gar nicht stehen. Ich höre jedenfalls nichts. Oh Mann, bin ich jetzt. Nein. Alles gut, O1 haben wir. Das ist doch der erwartete Krimi geworden. Den ich prophezeit hatte. Welche Ecke verteidige ich diesmal? Weglaufende Spitze! Kommen wir da weg? Okay, voilà. Lass mich doch hier nicht auffallen. Genau im Nachladen, weißt du, da musste ich ja. Kannst du nicht zurückschießen, die stehen jetzt hinten und passen auf. Die wissen jetzt ganz genau, wenn wir jetzt nochmal kontern, können wir das Ding noch gewinnen. 77 gegen 95. Ja, wenn ich mich jetzt nochmal abfangen, stehe ich hinten drin. Dann müssen wir auf Spawn spielen. Und als Verteidiger haben wir den Vorteil, dass wir eben halt stehen können. Absoluter Krimi. Ja, tut mir leid, ich kann ihn nicht stehen lassen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben mich mit einer Bazooka über den Haufen geschossen. Ja, jetzt stehe ich aber hinten mit drinne. Setzen nur noch auf komplette Verteidigung. Haben wir noch einen Panzer? Ja, wir haben noch ganz schön viele. Thank you.
Hatte sich erledigt. Nur noch Partisanen jetzt hier nach vorne und das wird hier richtig übel. Weil die schleichen ja auch überall umher. Die haben alle eine Roland-Ausbildung. Die wissen alle, wie ich spiele. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Monte steht jetzt hinten, macht den Scharfschützen mit dem Gewehr. Wenn komme ich nur ganz weit außen noch mal rum. Soll ich mir einen Panzer holen? Ja. Ich hole mir jetzt einen Panzer, ich lasse mich jetzt erschießen. Monte wartet im Turm. Der bewegt sich da nicht raus, aber der genau weiß, hat einen guten Überblick über die ganze Sache, würde ich aber genauso machen. Durch Coldplay hat Bossy. Bossy wurde von Coldplay weggeholt. Du schießt ja immer noch hier! Ist du kein Zuhause? Kai ist jetzt auch da. Himmel, Herrgott, ich werde von zwei Seiten weggesnipert. Und jetzt kommt Guy von hinten und knallt mich ab. Ich weiß es. Ich wusste es! Ja, es war halt, es wird von allen Seiten zugestellt. Wir müssen jetzt die Panzer ziehen. Das sind die letzten, die wir noch haben. Ich muss jetzt mal aufhören, hier auf unsere Panzer zu schießen. Wieso kann ich jetzt nicht auf die HE wechseln? Jetzt fahr, wie nimmt das Ding ein, während ich hier gerade am Rumfahren um die Ecke komme. Manchmal hat der Monte auch wirklich ein Pech, ne? Ich meine, da kann er nichts machen. Aber dass ausgerechnet er dann um die Ecke kommt. Müssen sie auch, weil sie jetzt merken, wir müssen die Panzer ziehen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben nur noch das bisschen und wenn wir die Panzer hier nicht ziehen, verlieren wir. Und dann haben wir die Spawns auch nicht genutzt. Werde ich überleben? Überlebe ich? Ja, hast du mich. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nur noch die Panzer. Was denkst du, was ich hier mache? 23 Sekunden.
40-21, wenn ich jetzt nochmal einen Panzer ziehe. Das könnte der letzte, den ich haben kann, wenn das hier heute nochmal hin und her geht. Ah, also wir haben weniger Panzer gezogen als der Gegner, aber ich merke davon nichts. Ich habe die Panzer von den Amis kaum gesehen. Aber wahrscheinlich waren die alle auf der anderen Line. Ich spiele noch mit einem Mann Unterzahl. Aber die machen das hier bis zum bitteren Ende. Das wird das jetzt hier noch gehen. Bis zum bitteren Ende. Jeder Kill ist jetzt wichtig. Ich muss jetzt mit jedem Panzer mindestens zwei Leute erschossen bekommen. Wenigstens. Aber eigentlich noch mehr. Ja, zwei gegen einen hat er dann auch mitgeholfen. Kann ich nochmal? Nein, erst in 37 Sekunden. Dann wechseln wir auf Infanterie und setzen uns hinten rein. Den letzten Infanteristen, den wir haben. Den Panzer schon weg. Heckenschütze, 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 Heckenschütze. Ich extra nochmal eine U1 durch an. Eine U2. Schaffi weiß nicht so richtig, was er machen soll, ne? Passt alles noch hinten auf? Steht es eh egal. Oben auf dem Dach. Nur Position halten. Fünf gegen sechs. Absolutes Unentschieden. Gegen einen. Ah! Und unentschieden! Ja, Mann! Ge Hier geht's um alles. Die letzten Spawns. Panzer steigt nochmal mit aus. Alle sind nochmal mit dabei. Oh Gott, wer lebt denn noch? Gleich spielen die Bots gegen die Bots. Wer bleibt als letzter übrig? Nur noch unsere Bots. Die Bots sind scheiße. Guck dir den Bot an. Was für ein Spiel.
Deutschland wurde besiegt, ja, aber mit dem letzten Spawn, den sie hatten. Oh Mann. Mann, was für ein Spiel. Die besten Spiele sind immer da, wenn du Oberst hier. Und Grandauer ist Erster. Ja, leck mir die Rosette fett. Und ich bin nur Fünfter. Ich meine, bei den Punkten ist okay, ne? Aber dass Grandauer hier mit 400 Punkten Abstand hat, also holla die Waldfee. Und ich war heute eigentlich ganz gut drauf. Gut, teilweise lief es jetzt nicht so stark, aber war okay. Ja, war in Ordnung.